Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Road to Irgendwas Projekt. Ist der Dulli von gerade die ganze Zeit? Ja. Wir haben uns gerade die ganze Zeit in einem Knife Fight gebattelt. 6-2. Sieht gut für mich aus. Ich weiß scheinbar nicht, die schnell zu kommen. Ist doch ein anderer, oder? Boah, der ist sauer. Ich hab den zu oft geknifed. Ich hab den zu oft gemessert, 6-2. Auf jeden Fall die schnellste Kombi, um jemanden zu messern, ist zweimal Linksklick, einmal Rechtsklick. Hallo? Hab ich eigentlich alle einmal runtergestellt? Ja. Okay, ich werde mal nach B gehen, weil ich da einen recht guten Spawn habe. Wir brauchen uns natürlich Rüstung. Hoffen wir mal, dass meine Performance besser ist als auf Ancient. In der letzten Folge war ich ja nicht ganz so gut. Eine Pause gemacht. Und sogar einen Heavy gedrückt. Alter. Too low. Really, nigga? Ist halt so frech, dass ich einen, wie gesagt, ein Heady gedrückt habe, aber durch die Wand. Oder das war doch der Headshot-Sound. Ich bin mir zumindest sehr, sehr sicher. Ich auch auf eine 5-7? Noch einen Revolver nehmen. Komm, wir wollen alle den Revolver. Sehr schön. Ja, da konnte ich mich da gerade beim Ende nicht zwischen den zwei Leuten entscheiden, auf wen ich da gehen soll. Aber dies haben wir einen Kill gemacht. In dem 95 in 1 gegeben und dem anderen 70. Haben eine Echo geholt. Wir haben komplett reingekauft. Das ist sehr, sehr gut für uns. Meine M4. Na komm, warum nicht? So, wenn der Orangene nochmal callt, dass sie B gehen, was sie wahrscheinlich jetzt nicht nochmal machen. Habe ich eine HE diesmal. Kann er diesmal nicht callen, weil er nicht Mitte geht. Aber ehrlicherweise würde ich auch davon ausgehen, dass es A wird. Oder aber Mitte. Mitte wie maybe. Okay, let's go. Nice. Lieber mit der Waffe hier stehen. Bisschen weiter hinten, dass ich kurz zum Runterfallen bin. Aber die regeln das da schon. Sehr schön. Das ist doch sehr, sehr schön. Er hat den Revolver immer noch. Ich bin so stolz auf ihn. Natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Mal theoretisch noch. Warte immer noch. One on B. Two on B, Bomb is B. Both B. Mann, ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab die ganze Zeit versucht, an der Smoke vorbeizukommen. Window. Nice, good job.
Ich habe ihn die ganze Zeit nicht gesehen. Und natürlich in dem Moment, wo ich von B da weggehen will, kommen die. Wir sollen chillen. Das ist ehrlich mit dem Beta, aber... ne? Kann man nichts machen. Und wir gehen auf den Aug. Plant a tree, you know the rest. Okay. Ich will bestimmt nur ein Picknick machen. Macht er einen Repeat? Ja, das war nicht gut geschossen, aber... One more in front of B. Bump is down. Warte mal kurz nach. Jetzt haben wir den hier hingeworfen bekommen. Okay. Sehr schön. Na klar. Also die Idee mit der Smoke, die ist richtig gut gewesen, aber die ist halt einfach zu weit vorne für ihn, sag ich mal, gelandet. Again, sehr, sehr schön. Mal 3 plus 3 plus 3 macht 9. Warte, Mann. Mann, sowas. Hatte, wenn die da weiter gepusht, wäre es geil gewesen. Nice, let's go. Nice, good job. Ein bisschen ärgerlich, dass wir da noch gestorben sind, aber AK ist nicht so wichtig wie eine M4. AK, Entschuldigung. Nee. Jetzt habe ich voll verkackt. Die AK ist nicht so wichtig wie eine AWP. Wenn wir deren B die Bombe tatsächlich. Mann, warum kommt der denn zuerst raus? Letzte Runde, aber wir haben alle sehr viel Geld. Bleib auch mal bei der AUG. Mal komplett runterkaufen. Er gönnt sich erstmal eine Scout. Da kommt noch eine Habe hinterher. Und noch eine M4. Sehr schön. Mal auf Dach eine Nade rein. Sehr schön. Sehr schön. Nice. Komm, machen wir auf lang. Bank flankt auch schon hart. Sehen die letzte Person da. Good job. Good job. Hat auf B nicht allzu viel los. Ja, ein bisschen unnötig, die 5 Tode, aber egal. Runner Rush B. Okay. Wir haben 3 gute Spawns für B. Die Deagle ist jetzt nicht dafür bekannt, dass man damit gut pushen kann. Aber wenn er einen geilen Shot hittet.
Hä? In der komischen Box da. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich gelaufen. Wir können jetzt überlegen, ob wir MPs kaufen. Normalerweise würde ich auf jeden Fall sagen, wir machen Echo. Why not? Was hat er gesagt? Nochmal B? Ich habe mich gerade auf jeden Fall richtig erschrocken. Mit einem Schuss habe ich ihn getötet. Aufhören, darauf zu achten, wenn der Teammate da über mich drüber springt. Das hat mich gerade so fertig gemacht. Schön. Ärgerlich ist, ein Negative-Schuss und er ist tot. Wäre natürlich so geil, wenn er einen Plan durchbekommen hätte. Komm mal eine Smoke, dass ich im besten Fall Richtung CT absmoken kann. Eventuell hat jemand eine Flash, die er rüberschmeißen kann. Hit. Shit. Holy shit. Wie fucking bad war das denn? Den Call mag ich sehr. Ja. Blau ist natürlich ein bisschen am Arsch. Ehrlicherweise gelb auch recht low. 10 AP mit 2 AP. Aber egal, wir haben die Runde geholt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah ne, warum? Can you use flash long? Okay. I can pick. War natürlich gerade sehr, sehr unlucky, dass die Nate auch in uns reingeflogen ist und dass unser Spray ja sonst wo war. Nur 2 Flashes gehört, obwohl 3 geworfen wurden. Ich kenne das Lineup mit dem Zahn da auch. Man dahin aimt, dahin wirft. Mal die Bombe mit. Dann smockt man da unten Richtung CT passend ab. Kann man noch Punkte fürs Planen haben. Okay. Außerdem gibt das nochmal Geld. Natürlich habe ich das nur deswegen gemacht. Oh Mann, ich möchte auch irgendwie Kills haben. Let me be push. Okay, I commit. Let's go, my brothers. Smoke! Wird eine Flash hier durchwerfen, aber das ist meistens immer schief gegangen. Jetzt Frank Schulz sich den. Schön. Mit. Oh, fuck. Movement. Careful. Ja, du musst nicht piegen. Ich bin so bad. Ich bin so fucking bad.
He has no kit. Yeah, GG. Nice. Great job, man. Thanks for the game. Ja, also ich war gerade zwiegespalten. Also ich wollte eigentlich um die Ecke ziehen, um zu gucken, wie viele Leute da sind. Dann hat mich der Ehrgeiz so ein bisschen gepackt und ich wollte Kills machen, weil ich nicht auf dem letzten Platz bleiben wollte. Ja, war halt schlecht. Na gut, aber das Team hat gecarried, sogar hart gecarried. Ich fühle mich richtig schlecht hier. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.